Nein, gut. Das ist deine Falle, die... Oh, die Lava steigt. Das ist aber nicht nett. Sowas gefällt mir aber um einiges besser als dieses Tastenrätsel. Was mache ich? Ah, okay. Oh, okay. Ja. Ich will hier raus. Oh shit. Lass mal was essen. Die Lava steigt langsam. Ich habe ja ewig Zeit. Ich habe ein Problem. Ich habe keinen Knopf, der hier die Blöcke ausfährt. Hallo? Ich bin tot. Was hätte ich machen müssen? Au. Oh. Ich bin tot. Ach, ich kann hochschwimmen. Durch meine... Ach, ich hätte da oben hinschießen müssen. Okay. Ja, lass mich doch endlich sterben. Das ist jetzt durch die Rüstung, dass ich so langsam sterbe. So, tot. Try to swim in Lava. Ja, geil, was jetzt? Der Raum ist voll mit Lava. Das ist schlau. Also ich glaube, dieses Spiel... Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade schon über die Programmierung der Map reden, aber es resettet sich, sobald man in den Raum reingeht. Das ist gut. Oh, geil. Jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Ja, komm. Uah. Ich muss meine Rüstung ausziehen. Dann gehe ich wenigstens auch mal drauf. Nochmal. Warum auch nicht? Oh. direkt den ersten Sprung schon verkackt. Es ist so schwer. Also es ist wirklich keine leichte Map. Und auch keine kurze. Ich bin ja jetzt schon, keine Ahnung, 10 Folgen da am Spielen. Hä, bin ich denn ganz behindert? Wo ist denn mein Fehler immer? Also immer als wenn der Block einfährt, bevor der andere ausgefahren ist. Richtig dumm. Dass sie auch keine Checkpoints wieder gibt. Das ist immer nicht so schön. Zack. Na komm, fahr endlich aus. Danke. Bitte lass mich hier durch. Nein. Nicht runterfallen. Ich hab's geschafft. Huiuiuiui. Das habe ich gerade so in Zeit geschafft, genau. Gerade so geschafft. Meine Güte. Rüstung haben wir wieder an. Kleine Truhe versteckt. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und freuen uns, dass wir direkt runterfahren, weil ich zu meinem Kaffee gucken wollte, ob ich überhaupt noch Kaffee habe. Aber ja, ich habe noch Kaffee. Aber ja. Meine Güte. Oh. Ach, ich bin wieder hier. Ach, hier hat sich was geöffnet. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich das vorhin übersehen, als ich hier rumgeklettert bin? Aber nein. So ein Teleporter zurück wäre jetzt nett. Weil ich glaube, ich habe mein Boot da stehen lassen. Ich habe nicht wirklich Lust zu schwimmen. Hui. Zack. So. Nee, mir ging es nur darum, dass ich nicht hier 1000 Jahre schwimme. Sowas muss nicht sein. Das würde mir auch die Arbeit machen, noch einen Cut zu setzen. Hier mit dem Boot zu fahren ist kein Problem, aber da Ewigkeiten rumzuschwimmen ist ein bisschen sehr nervig. Fahren wir mal zurück zur Stadt, denn wir haben jetzt die zweite Rolle. Auch wenn wir uns in dieser Höhle ein bisschen sehr viel cheaten mussten. Dieses Schalterrätsel habe ich gar nicht verstanden, was mir ein bisschen leid tut, weil da hat sich sicher jemand Gedanken drin gemacht. Aber dafür bin ich zu dumm. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Magier, gucken, was der uns zu sagen hat. Und dann würde ich sagen, war es auch das denn für diese Aufnahme-Session. Hallo. Ah, du hast es zurückgeschafft. Ja, ich habe es gerade so geschafft. Hast du die zweite Rolle gefunden?
Ja, hab ich. Woo. Das sind fantastische Neuigkeiten. Aber du wirst nicht mögen, was ich jetzt sage. Was ist los? Ich habe versucht, mein Bestes zu geben bei der Suche nach dem letzten Stück. Aber ich habe es nicht geschafft. Mein magischer Stein hat es einfach nicht... Ich denke, Orb ist ein Stein. Haben mir einfach keine Information gegeben. Ah, okay. Seine Suche hat ergeben... Also er kommt auf die Idee oder ist auf die Idee gekommen, dass auf den mystischen Inseln die Rolle ist. So, hör auf zu labern. Es ist zu viel Text, wenn der es ein bisschen kürzer fassen würde. Ich meine, ich find's cool. Oh. Den Kristall soll ich dem Captain geben. Im Gegenzug wird er mich zu den mystischen Inseln bringen. Bist du dir sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Ich befürchte nicht. Okay, dann mache ich das so glatt. Jetzt kann ich zu diesem Captain, der mir sagt, yay, Page 8 unlocked. Also kurz gefasst passiert das jetzt, was hier auf Page 8 steht. Achso, da. Das letzte Stück ist auf den mystischen Inseln versteckt. Das heißt, ich muss zum Captain gehen. Er lebt im Hafenhaus. Und ich glaube, das war auch schon die letzte Seite, ne? Ja, das heißt, wir spielen das noch zu Ende, weil so lange wird das nicht mehr gehen. Ich finde es geil, wenn man viel Story reinbringt, oder? Oh, ups. Oder eine gute Story, besser gesagt. Aber mit so viel Text alles in den Chat gespammt, das ist eher negativ. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Da war das. Ich würde echt gerne alles vorlesen, aber so macht das halt echt keinen Sinn. Wenn man sich da Ewigkeiten... Hier war nicht der Captain, ne? Doch, hier war der Captain. Hi, Mate. What you want? Also, was möchtest du? Ich möchte, dass du mich zur mystischen Insel bringst. Witzig. Aber jetzt echt, was möchtest du? Ich habe keine Zeit für Nonsens. Das ist kein Witz. Hier, der Kristall. Are you totally insane? I'm not going there. Oh, Mano. Nimm den Kristall als Bezahlung, dann bringst du mich hin. Okay, ich werde es tun. Ich überspringe jetzt das, was voll Blödsinn ist. Aber wir müssen ein kleines Schiff nehmen. Ich werde dich auf der ersten Insel absetzen, nicht weiter. Deal. Oh Mann, warum tue ich das? Meet me at the small ship. Okay. Das ist das small ship. Also jetzt, ich kann nicht so viel. Es ist erstens, also wenn es auf Deutsch wäre, wäre es vielleicht nicht so das Problem, aber dadurch, dass es halt auch noch auf Englisch ist, wird das dann doch schon so ein bisschen sehr anstrengend. Oh, ein Bett, cool. Das heißt wieder, wir dürfen wieder gegen den Dämonen kämpfen in meinem Schlaf. Nice. To be continued. Are you fucking serious? Das ist ein Cliffhanger. Ernsthaft? Oh, das kann doch nicht das Ende der Map sein. Oh, ich bin schwer enttäuscht. Wirklich schwer enttäuscht. Die Map so enden zu lassen, ist ein bisschen ungünstig. Ja. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Ja, ich kann ja eigentlich mal irgendwie so bewerten. Ach, hier unterm See sind wir gelandet. Ja, die Welt selber ist nicht besonders schön gebaut. Was war denn das überhaupt? Das war ein kleines Dorf mit drei Häusern, ein Wald und dann eine Burg. Ich denke, viel davon wird mit World Edit gemacht worden sein. Und hier die Häuser waren doch sehr generisch. Die Höhlen fand ich nicht so hübsch. Also die Schönheit selber war nicht so pralle. Muss ich ehrlich sagen.
ich meine, klar hat diese Zeit wahrscheinlich sehr viel Zeit gekostet. Diese Map sehr viel Zeit gekostet. Aber vom Aussehen her eher weniger. Die Rätsel selber waren Großteil sehr gut. Die Jump'n'Runs waren manche sehr hart, manche ging. War halt ein bisschen anspruchsvoller vom Spielen her. Ich habe aber ja Jump'n'Runs alle geschafft. Letztendlich. Dann kommen wir zu den Rätseln selber. Da hatte ich ja ein Rätsel, das ich gar nicht verstanden habe. Dieses komische Schalterrätsel, hätte ich fast gesagt. Dieses, wo man über Druckplatten laufen musste. Habe ich nicht verstanden. Falls es da irgendwie eine Lösung für gibt, die ihr kennt, dann könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Fand ich doof. Das Rätsel fand ich wirklich doof. Und sonst, die Story selber war jetzt eher weniger aussagend. Man hätte es auch mit allem möglichen anderen Kram verbinden können. Also die Gründe, warum ich in die Orte reingegangen bin, war jetzt irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Die mystische Rolle, die mir meinen Dämonen aus dem Inneren vertreiben kann oder sowas, ist jetzt nicht so... Nicht so die Mörder-Story. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass es Bosskämpfe gab. Das ist immer cool. In jeder Höhle gab's, ja doch in jeder Base, jeder Höhle gab's einen Bosskampf. Sowas finde ich cool. Vor allem waren die alle unterschiedlich, alle anspruchsvoll. Oder gab's eben in der Cave überhaupt einen Bosskampf? Ja, Bosskampf nicht wirklich, aber diese hochfließende Lava war auch cool. Mit so, das war ja im Grunde genommen, ist im Grunde genommen ja ein Bosskampf. Ein Bosskampf muss ja nicht unbedingt immer ein Kampf sein, auch wenn es Kampf heißt. Alles im allen gebe ich dieser Map eine 2. Denke ich mal. Ich glaube, TNT ist so dieses gängige Mittel für Noten. Also ich glaube, dass eine 2 angemessen ist. Falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob man so eine 2 baut. Ich habe noch nie eine Note gebaut in Minecraft. Wunderschön, ne? Kann man als 2 durchgehen lassen. Halt Abzüge, ein bisschen durch diese komische Story. Ein bisschen sehr generische Welt. Ab und zu ein bisschen harte Jump'n'Runs. Und die Storys waren jetzt nicht so die Welt. Okay, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.